Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Warhammer 2 Total War. Wir sind immer noch dabei, einen Zug zu beenden. Oh ja. Oh, hatten sie verloren? Nee, sie haben geplündert, ne? Scheiße, die werden... Guck mal, wie die sich ausbreiten, wie die Pest hier. Das ist gar nicht gut. Die Ratten sollen jetzt mal hier die Hoxels zurücktreiben. Wir schneiden die ja im Norden Gott sei Dank ab. Soweit ist das ja. Wir brauchen Hoxel. I left Clore of Nordwell. You right here on corpse. Oh, Kriegsbeitritt gegen Blut... Oh, ja, geil. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Was soll's. Anhänger des Chaos. Okay, jetzt wollen die Ratten was machen. Oh, guck mal, was haben die denn hier alles? Seuchenschleuderer der Seuchenmönche. Greifen sie an? Nein, tun sie nicht. Schätze der Schuppigen. Ah, chromatische Rüstung. Minus 5 Nahkampf. Forschungsrate plus 35. Nicht schlecht. Bundeserfahrung für Seepressnarl. Minus 3 Loyalität. Machen wir das hier. Die verkaufen. So. Plünderer. Ne, nicht Plünderer, sondern... Doch, Plünderer. Naja. Guck mal, er ist fast schon wieder aufgefüllt. Ja, wir müssen hier warten. Haben sie es geschafft? Okay, gucken wir mal kurz. Nee, das ist nichts geändert. Boah, die da rauszukriegen. Hart. Harte Nuss. So, du gehst jetzt dahin. Baust dich auf. Dann rekrutierst du mal ein paar Sachen. Das Rad haben wir noch, das haben wir noch. Wir brauchen eine neue Höllengrubenbrut. Alles andere kostet Kohle. Hier unten wird es belagert, glaube ich. Oh Mann, Fraktion vernichtet, Fraktion... Die müssen mir helfen irgendwie. Komm, wir gucken mal, ob wir die netten Vampire mal überreden können, bei uns mitzumachen. This night, I'll have you speak now. Praise your gods, I like what you say. Niedrig. Arschloch. Ich trete auch nirgendwo mehr bei. Kannst du drauf wetten? Ach, ich brauche jetzt hier nichts bauen, wenn es gleich angegriffen wird und zerstört wird. Hat es das sowieso erledigt. Hier wird belagert. Der kommt doch hoch. Gut, dass wir geblieben sind. Ja, Narunti könnte halt fallen, aber das, damit rechnen wir. Alles gut, ihr bleibt da oben, meine Freunde. Ich werde jetzt nochmal versuchen, Hoxel anzugreifen als nächstes. Wir werden das nochmal probieren. Diese Penner! Oh, Alter! Scheiß Echsenmenschen. Wie die sich hier ausbreiten. Ich glaube, ich muss den Kontinent aufgeben. Meine Fleischproduktion. Ist aber wichtig. Mal schnell vorwärts. Entschuldigung. Nagarond. Oh, hier ist ein Schätzchen. Oh, was ist denn da los? Haha. Oh. Wächter des Todes. Ja, gut, was soll das? Ich habe gesagt, ich will nirgendwo mehr beitreten, aber ich kann jetzt auch nichts mit den Dingens haben. Okay, los geht's. Guck mal hier, zwei Riesen. Wo wollen die denn hin? Da habe ich Mauern, oder? Ich glaube, hier habe ich Mauern. Das müssen wir machen. Kämpfen wir! Die Städte sind auch alle gleich schlecht, ja. Das Gute ist, bei Rome oder so hattest du Straßen, die nur über einen Weg führten oder so. Konntest du richtig gut Hinterhalte legen und so, dass die KI da durch sich kämpfen musste.
Aber hier sind die Straßen alle so ein bisschen einseitig. Es gibt halt coole Mods, die aber, glaube ich, jetzt noch nicht up-to-date sind, die jede Siedlung einzigartig machen. Oder viele. Das ist richtig geil. So. Jetzt überlegen wir mal. Soll ich vielleicht mal hinten kämpfen? Guck mal, jetzt haben wir hier nochmal die Katapulte. Ach, guck mal, das ist doch mal eine gute Siedlung hier. Viel besser als alle anderen Siedlungen. Kann man hier lang gleiten? Ja, ne? Hm. Pass auf. Da sind die alle, ja? So, hier dahin. Ich glaube, da lang kommt sowieso keiner. So, und wir machen einen Ausfall aus dem Tor. Boah, ich habe hier die... So, warum sind die... Hallo? Du gehst auf die Mauer und unterstützt von da. Und da haben wir noch die Katapulte. Okay, los geht's. So, hoffentlich kommen die auch alle rechtzeitig raus. Los, lauft, meine kleinen Ratten! Alle aus dem Tor raus! Ausfall! Ja, Ausfall! Ja, 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 gut! Guck mal, wie groß das Tor ist mit kleinen Ratten. Ich glaube, das sollte die ein bisschen ablenken. Schießt mal schön auf die Riesen mit euren großen Dingern. Oh oh. Oh Mann, da geht's schon los. Okay, drauf. Sich nicht zurückziehen, ihr müsst kämpfen und halten. Meine lieben Fernkampf-Skaven. Die rennen einfach durch. Ach, die habe ich ganz vergessen, die Rattenoger. Tut das auch Verbündeten weh eigentlich? Macht nur eine große Explosion halt. Da ist die Sau, unfassbar. So, dann machen wir mal hier Dingens. Na, das hat's ja voll gebracht. Meine, die Fernkämpfer aus Skaven sind nicht so der Knaller, finde ich. Diese dämlichen Steinschwerter, aber die werfen auch irgendwie gar nicht. Schade. Auf den Riesen schießen sie nicht. Tor ist noch zu. Die Skaven sammeln sich, wie immer, schnell. Guck mal, was ist denn damit los? Guck mal hier, ganz vergessen. Macht mal die Kanonen weg, dann sind die nämlich schon mal Geschichte. Sind immer noch ein paar Skaven am Kämpfen. Ich bin stolz. Oh, da sind sie durch. Über die Mauern. Einfach mal dahin stellen.
Den Anführer ist gleich down, das ist natürlich schon mal super. Zieht sich auf jeden Fall schon mal zurück. Und adios. Doch nicht, 15 noch. 9. Und down. Wenigstens schon mal ein Lichtblick hier. Ach, wir haben es geschafft. Kanonen sind nicht mehr intakt. Weg damit. Kostet zwar ein bisschen, war jetzt ein bisschen teuer, aber egal, es muss sein. So, Katapult, schießt mal nach. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt verlieren wir gleich wieder. Macht so viel Schaden wie möglich. Die sind schon echt hässlich, oder? Bäh! Sind sie durch. Ich finde diese brennenden Äxte so Banane. Schon ziemlich. Ah, dann kämpfen wir mal. Moment mal, vielleicht krieg ich nur einen Riesentod. Jetzt schießen sie, von hier aus. Du musst wieder hoch, du musst wieder hoch, Warpmann! Geht doch. Ach, den Riesentod. Mit ihren kleinen Wurfsteinchen. Oh nein, sie werfen Wurfsteine. Als wenn das dir nicht wehtut. Also ich gucke jetzt mal gleich in die Dingens. Vielleicht verzichte ich komplett auf Skaven Fernkampfinfanterie. Und nehme nur noch die Kugelwerfer, ja? Nur noch die. Oh, schade. Ich wollte gerade noch irgendwas explodieren lassen. Ich glaube, die Todesseuchenwerfer und so, die sind 10-mal besser, als wenn ich jetzt auf die Schattläufer und so gehe. Ich habe die sowieso noch nicht gebaut, die Seuchenschleuderer. Die fehlen mir noch. Wir haben die Todeskugelwerfer und die Seuchenkugelwerfer und die Pestwerfer. Aber noch nie richtig ausprobiert, ja? Doch einmal die Todeskugel-Dinger. Hier auf jeden Fall. Iqbold hieß der. Ich werde dich in Erinnerung halten, Iqbold. So, da du Chaos Beppo, kannst du gerne. Oh, scheiße. Läuft dran vorbei, im Ernst. Aber er ist in Marschformation. Oh, da kommen noch mehr zum Goldenen Turm. Und der will direkt zu meiner Hauptstadt. Alter, guck mal, der hat doch so eine Glocke. Nee, nee, Gleichgültigkeit vortäuschen. Wir müssen Loyalität
kommen. Okay, Forschung fertig. Sturmratten sind jetzt härter. Todesräder, Seuchenkatapulte, Todes... Oh ja. So, wir müssen das nochmal probieren. Vielleicht kam er nicht mit, weil er im Ausbilden war oder so beim letzten Mal. Wo sind denn die? Hier, guck mal, Warp-Flammenwerfer, aber. Wir brauchen Masse, deswegen gehen wir irgendwas Günstiges nehmen. Ich glaube, 3 Runden brauchen wir sowieso. Machen wir nochmal davon ein paar. So. Stink of command. You're in my optics. You're in my optics. Guide us, Hornet One. Rauchbomb, machst du das, der Assassine, ne? Der ist ja hier unten. Ah! Oh, Leviathan. Ja, ja. Oh Mann, du wirst da oben aushalten müssen, mein Sohn. Vielleicht können wir sowas noch mal upgraden in 4 Runden. Sieht's hier aus? Guck mal, hier eine Runde, wenn wir... Ah, nee, da ist alles voll. 4 Runden. Egal. Runde Ben. Schnell vorwärts. Es ist eigentlich nur noch ein Aushalten momentan. Oh, da sind sie. Aber ich habe wieder nur... Nee, das sind beide. Und die greifen mich an. Soll ich das machen? Oder drauf scheißen? Das bringt sowieso nichts. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, sie greifen mich an. Guck mal hier. Guck mal, nur 600. Ja, wahrscheinlich 600 Kroxigore oder so. Okay, jetzt überlege ich, soll ich wieder in der Ecke kämpfen, aber wenn sich meine zurückziehen, was sie schnell machen, dann sind sie direkt weg. Aber ich habe, ich muss gucken, wo meine Verstärkung herkommt, da muss ich so entscheiden. Okay. Guck mal, ist ein riesen hoher, weiter Hügel. Die Verstärkung kommt von hier. Ach, guck mal. Wir müssen das nochmal hier oben, hier in der Ecke probieren. Werden es tun. So, alles klar. Leute, bevor es losgeht, müssen wir uns verabschieden. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Warhammer 2. Und bis dahin, haut rein. Tut mir leid.